Donald Trump wurde ja in Amerika als Präsident gewählt. Mhm. Was sagen Sie dazu? Ja, also finde ich überhaupt nicht okay. Ganz und gar nicht. Also ich hätte es anders gehabt. Gerne. Okay. Also lieber Frau Clinton? Ganz genau. Okay. Was meinen Sie, was für Auswirkungen hat das auf Europa und Deutschland? Auf uns quasi? Ja, also ich, meine Meinung ist, dass es jetzt noch schlimmer wird, wie es jetzt schon ist im Endeffekt. Okay. Ja, weil der Mann ist wirklich nicht fähig, um irgendwas zu regieren, ganz ehrlich. Was man so gehört hat in den Medien mit diesem Sex. Ne? Das reicht schon vollkommen. Okay. Und er hat ja auch geplant, in Mexiko oder zwischen Mexiko und Amerika eine Mauer aufzustellen. Ja, passt dazu. Ja, da sage ich jetzt mal nichts drauf, ne? Weil das ist wirklich vollkommener Schwachsinn. Ja. Okay. Ja. Donald Trump wurde in Amerika als Präsident gewählt. Was halten Sie davon? Ja, nicht viel. Nicht viel. Er ist mir ein bisschen zu, wie soll ich sagen, gegenüber dem Menschen so arrogant. Und ein bisschen der schwarzen Bevölkerung, die werden da nicht sehr erfreut darüber sein. Ja. Ja, amerikanische Medien, die haben das ja auch aufgegriffen, dass Donald Trump sexistisch und rassistisch ist. Nicht? Und was meinen Sie darüber? Naja, das kann ich gar nicht so sagen im Moment. Aber den Frauen in Amerika würde ich ja schockierend schon sein über seine Äußerungen, nicht wahr? Die Frauen müsste man mal öfter in den Schritt fassen, nicht? Wie man sowas nur noch wählen könnte oder gewählt hat als Präsident, das ist mir unbegreiflich. Und was glauben Sie, was hat das für Auswirkungen auf Deutschland oder auf Europa? Ja, auf Deutschland wird das ganz schöne Auswirkungen haben, denn er ist ein krassiger Mann, wo man sagen. Und da muss sich unsere Bundeskanzlerin, die Frau Merkel, ganz schön am Riemen reißen und durchsetzen, um mit diesem Mann überhaupt, so ist meine Meinung, ins Klaren zu kommen, um einen Kontakt da zu kriegen. Ja. Er meinte ja auch, dass er lieber amerikanische Produkte als Imports aus Europa hat, so wie Autos. VW wird bestimmt dann auch seine Probleme kriegen. Ja, da in dieser Branche, wollen wir sagen, da werden wir ein bisschen miese machen, ja. Aber ob dich das nun hält, wollen wir sagen, das ist auch noch nicht raus. Ja, so. Donald Trump wurde in Amerika als Präsident gewählt. Was halten Sie davon? Also ich sag mal so, Intelligenztest nicht bestanden. Für den Rest der Welt ist es vielleicht besser, wenn er gewählt wurde. Weil Frau Clinton ja doch schon offiziell irgendwelche Kriegsgelüste hatte. Ich sag mal, jetzt haben die Amis das Problem, der Rest der Welt nicht. Wie man das jetzt sehen möchte, lassen wir die Medien entscheiden. Meine Meinung ist, Intelligenz ist nicht bestanden, aber besser für den Rest der Welt. Was glauben Sie, was das für Auswirkungen für Deutschland oder auch für Europa hat? Das kann ich gar nicht sagen im Moment. Das lässt sich gar nicht abschätzen. Ich denke, er wird jetzt erstmal seine Show abziehen in Amerika, wird jetzt erstmal alle auf seine Seite ziehen, die er irgendwie kriegt. Ja, und alles Weitere, ich weiß nicht, ob es in den 90ern war, hat er öffentlich einen Satz gesagt: Wenn ich mal als Präsident kandidiere, mache ich das als Republikaner. Weil die Leute glauben alles, was man denen erzählt, die glauben sogar Fox News. Und exakt genau das hat er durchgezogen. Ja. Und amerikanische Medien haben es ja mal aufgegriffen, dass Donald Trump ein Rassist und ein Sexist ist. Halten Sie davon oder was sagen Sie dazu? Ist er. Ist er definitiv. Das sagt er ja auch offen. Er gibt es ja auch offen und ehrlich zu. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ich weiß es nicht. Ja. Dass er damit die Wahl gewonnen hat, finde ich schon bedenklich. Naja. Was meinen Sie, was das auf die deutsche Wirtschaft, so gerade der Automarkt importiert ja Richtung Amerika relativ viel. Und Donald Trump meinte ja mal, er setzt lieber auf amerikanische Produkte. Ich sag mal, ich werde es direkt am eigenen Leibe spüren, vermute ich. Ich sag mal, vermutlich wird es nicht so positiv, denke ich mal. Also ich denke mal, unsere Exporte werden ein Stückchen zurückgehen, weil er ja doch schon der Patriot ist und versucht, sein eigenes Land ein bisschen nach vorne zu bringen. Was sagen Sie zum Beispiel, dass er zwischen Mexiko und Amerika eine Mauer aufbauen will und die Mexikaner das zahlen lassen will? Hätten Sie das für...
dubiose Idee, also fürchterlich auch nicht. Vor allem wird das nicht abhalten, ne? Dann kommen sie andersrum. Ne? Ja. Das Schlimme ist ja, dass viele Latinos ihn gewählt haben sollen, ne? Wird gesagt, ne? Die das gar nicht mitgekriegt haben, was der so alles plant. Ne? Ja. Und was glauben Sie, was hat das für Auswirkungen für Deutschland, für Europa? Ja, wenn er das wahr macht, was er gesagt hat, dass zum Beispiel Deutschland sich mehr einbringen muss, wird uns mehr Geld kosten. Also es wird sicherlich nicht besser. Was vielleicht günstig ist, dass er TTIP nicht haben will. Ne? Wogegen ja, wie man auch allerhand sagen kann. Ne?